jetzt sind wir, geben sie die Stangen. Das könnte sein. Oder? Geht das klar mit den Stangen, dass die wieder herkommen? Nein. Nein, schade. Okay, alles klar. Mann, das war so eine Arbeit, aneinander zu nähen. Aber hätte man sich an den Veranstaltungs- oder Versammlungsort gehalten, dann wäre das ja alles nicht passiert. Hätte man die Versammlung genehmigt, wie es in den demokratischen Grundrechten erlaubt ist, dann wäre es auch nicht so weit gekommen. Danke, Sandy. Oh. Was machen wir jetzt damit? Legen Sie schön zusammen. Das kann ich gut sagen. Direkt vor Ort. Oh, Sie lesen es erstmal. Das ist toll. Dann lesen wir wenigstens mal, was drauf stand. Sieht auch schön aus, also nichts dagegen. Ja, und steht auch was Gutes drauf. Es geht ja auch um Ihre Nachkommen. Ich glaube auch nicht, dass ich... Ja, naja. Dass ich gegen Ihr ganzes Vorhaben habe ich noch nie gesagt. Nee, das ist auch klar, ne? Was steht denn da? Das habe ich noch gar nicht gelesen, ich habe immer nur genäht. Ups. Die Hirn einschalten, oder? Oh. Was ist mit dem Herrn? Das hier. Die Hirn einschalten, Atomstrom. Abschalten. Das ist voll okay, ne? Das hat Elsa geschrieben. Das ist sowieso klar, wir wollen den Atomstrom weg haben. Was der genaue Inhalt ist, transparent. Hä? Das muss ich nicht verstehen, weil das ist jetzt irgendwie... Ja, wenn Sie es jetzt nicht verstanden haben, dann... Was ist denn jetzt der genaue Inhalt? Was da drin steht, in Form von Buchstaben. Ja, die sollen endlich anfangen zu denken und Atomstrom abschalten. Das ist ja ganz normal. Ich glaube, wir sind gerade nicht auf einer Wellenlänge. Kann sein, weil das verstehe ich dann jetzt nicht ganz. Aber nein, das ist so. Wenn man das Gehirn einschaltet, schaltet man automatisch den Atomstrom ab. Nee, dann extra. Und den Inhalt. Wenn man das Gehirn einschaltet, schaltet man automatisch den Atomstrom ab. Okay. Ne? So ist es gemeint. Nichts steht da. Weil was die da drin machen, ist kriminell und verantwortungslos. Und die sollen endlich anfangen zu denken. Das ist ein Kinkerlitzchen gegen was wir hier machen. Okay. Und was uns verboten wird. Ja. Da drin, da in dem Haus. Und da sitzen sie da und bestimmen über unseren Kopf hinweg. Und da hinten, ganz da hinten, da ist die Mehrheit. Das sind ganz viele, viele, viele Leute. Und das sind viel mehr, als wie da drin sitzen.